Und will so spielen, dass er niemals das Weiße hier berührt. Keine Ahnung, habe ich mir gerade ausgedacht, mir wird's langweilig. nee. Ach, das geht überhaupt nicht. Gar nicht. Egal. Ich habe mir jetzt irgendwas da zusammenklamösert. So. Nein. Irgendwie sollte es hier so ein Trick sein, um viel schneller zu sein. So. Weg und wieder raus und weg. Und wieder raus. Ja. Naja, egal. Ich mach das jetzt. Ich lasse es so. Okay. Hä? Ah, nee. Ah, okay. Guck mal, da hinten ist, wie heißt die Insel mal? Draconia, genau. Also die da, da. Die, ne? Und so. Der hohe Turm da. Okay. Da hinten ist also der nächste Steingötze. Naja, gut. Ich wette, es ist... Ah, das ist bestimmt... Ah, fuck. Nee. Ich glaube, das war die Insel, wo gar nichts eigentlich ist. Also, wo man raufkommt, ohne dass man irgendwie aufgehalten werden kann. Und ich war jetzt mit Absicht so blöd, dass der Wind scheiße ist, damit ich so fahren kann, damit der Wind wieder gut ist. Was steht da? Nee, ja. Oh, fuck. Ich glaube, es war doch gut, hier lang zu fahren. Hey. Oh my god. A tornado. Okay. Hoffentlich erwischt er uns jetzt nicht so. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Fuck. Nein. Bleib da, wo du bist. Scheiße. So, jetzt hier aber wieder mit Speed, ne? Weil der schleudert einen irgendwo ins Meer. Dann nicht gerade Kacke, ist dann Kacke hier, wenn wir irgendwo, weiß ich nicht, sind auf der falschen Bastion. Dann sind wir erstens bei den ganzen Monstern und zweitens müssen wir wieder hier hin gondeln, ne, mit unserem Schiff. Ist auch scheiße. Also besser hier nicht erwischen lassen. Gut. So, was steht denn hier eigentlich? Noch nie gelesen. Na! Oh, Link, du bist so blöd. So. Zum östlichen Feenkordial. Von hier aus nach Osten. Ah, okay. Okay, das ist, das ist Dinsdiamond. Sehr schön, ich wusste es. Also ich wusste, dass der Tornado da ist, wo man Dinsdiamond ablegen musste. Umher, Irrner, der du einen Wegweiser zu den Göttinnen suchst. Bringe den Dämon zu mir. Mensch. Du hast Dinsdiamond in die Hände des Steingötzen gelegt. Bleibt noch einer. Ja, genau, und das ist, Farore. Genau, so hieß sie. So. Ach, Mensch. Ein Moment mal. Da muss ich mal ganz kurz hin zu den Juden da. Oh Gott, hoffentlich. Da, X. Nein. So. Geht das so? Mann, ich will... Hallo. Ey, ihr, was geht denn so? Kann man mit euch nicht reden? Ich weiß, dass man mit euch irgendwie reden kann. Ja, mal ganz kurz hier... Dem vielleicht? Genau. Reden, perfekt. Jo! Das ist aber ein feines Boot, was du da hast. Prächtig, prächtig. Hier bist du etwa auch auf der Suche nach tief im Meer versunkenen Schätzen? Versuche es erst gar nicht, es zu leugnen, Junge. In diesen Gewässern hier schwimmt keine einzige müde Sardine zum Fischen, bist du also ganz bestimmt nicht hier. Nein, nein, mein Lieber. Entweder du bist ein Schatzsucher, genau wie wir hier von Tauchen und Co. Oder du bist ein Pirat. Es erfreut unsere taucherbeglockten Augen in die Zeit, in denen sich kein Mensch mehr auf See traut und alle lieber ein langweiliges Inselleben. Ohne Abenteuer und Aufregung fristen... einen so mutigen und beherzten Jungen wie dich zu treffen, dem Werte wie Ruhm und Glorie noch etwas sagen. Mein Gott, das ist ja voll scheiße, wenn ich lese. So viel Idealismus für die gleiche Sache, das schafft Verbundenheit. Hier, mein Junge, die hier möchte ich dir schenken. Denn Verbundenheit darf nicht nur aus Phrasen bestehen, außerdem ist ohne natürlich auch nicht gut, Schätze zu heben. Nimm sie ruhig, keine falsche Bescheidenheit. Genau.
100% Run, ich komme. Du hast eine Schatzkarte gefunden. Siehst du sie dir mit Hilfe von Y im Seekartenbildschirm an, leuchtet der Ort auf, an dem der Schatz verborgen liegt. Folge der Karte und näher richtet mit deinem Boot deinen Zielpunkt, um den Schatz zu heben. Zuerst solltest du mit Hilfe. Ja, okay, das wissen wir ja links. Ja. Hol an, Junge, auf dass wir noch ein Bestes geben, um reichhaltig feine Schätze zu heben. Bye-bye. Okay. Oh Gott, hoffentlich kommt er jetzt nicht hier rüber. Also, Leute. Dann würde ich sagen, fahren wir doch mal hier hin. Ja, jetzt muss ich an dem Arschtornado vorbei. Sehr gut. So, dann fahre ich jetzt erstmal hier in Richtung da, weil da der Wind gerade gut steht. Nein, du bleibst weg, Tornado. Nein. Ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Ah, okay. So, jetzt geht es einigermaßen. So, jetzt. Ja, doch. Perfekt. Nee, nicht perfekt. Und zwar. Nee, wenn schon, dann. Ja, es ist eigentlich voll nervig, immer die Windrichtung zu ändern. Das ist. Ah! Aber gut, was soll man machen? Ich muss ja dahin. So, lieber gleich so ein bisschen mehr so, dann passt das auch schon. So, und. Go. Ah, und dann auch noch gleich zu dem Feen-Cordia. Ja, wir sind richtig. War mir gerade nicht so sicher. Gut. Nee, Schatz, ich möchte dich nicht heben. Nee, Schatz. Der war gut, ne? Okay. Ich sehe den Mond da aufgehen, da hinten. Da. Da ist er. Der Jute. Ja, na gut, natürlich machen wir hier halt. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob wir da schon waren. Nee, nein, können wir gar nicht. Nee, wir waren da noch nicht, auf keinen Fall. Wenn wir hier schon waren, dann heiße ich Peter. Hallo Peter. Hallo Leute. Haha, witzig. Nee, waren wir noch nicht. Seht ihr den großen Stein da? Der war da vorher noch nicht. Können wir locker mit einer Bombe wegsprengen. Haben wir jetzt 60. Einer werden wir schon schaffen. So, dupdi-dup-di-dup und so. Ach Mensch. Ja, auf die Quest freue ich mich ja auch schon. Oh Gott. Und zwar müssen wir hier auf verschiedene Inseln, haben 20 Minuten Zeit und müssen auf verschiedene Inseln fahren und verdorrte Bäume mit speziellem Wasser beträufeln. Und deshalb 20 Minuten, weil das Wasser nach 20 Minuten von magischem Wasser wieder zu normalem Wasser wird. Das ist die ganze Geschichte. Was ist der Dank dafür? Bloß ein läppisches Herzteil. Aber was soll's machen? Ich habe gesagt 100% Run, also machen wir es auch so. Das wird ein langes LP, Leute. Hoffentlich kommen keine Phasen, wo ich gerade keinen Bock aufs Spiel habe. Aber keine Sorge, momentan habe ich Bock. Junge, der du die Winde erwächst, ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, deine Queste zu erleichtern. Und? Ah, okay. Ich sage, es sind nochmal die Bomben. Keine Ahnung. Oder es ist. Ja, Rubintasche. Bomben oder Rubintasche? Ich glaube Bomben. Sehr schön. Du kannst jetzt mehr Bomben mit dir führen. Maximal stehen dir nur 99 Bomben zur Verfügung, um einen Bombenspaß zu haben. Die Feen dieser Quelle werden gerne all deine Wunden lindern. Solltest du erschöpft vom Kampfe sein, statt uns doch wieder einen Besuch ab. Stellt euch mal vor, das wäre jetzt asynchron gewesen. Und das Bild wäre vor dem Audio, vor meiner Audiospur, ne? Dann. Hätte ich, nachdem ich die Bomben bekommen habe, gesagt, ja, ich wette, ich krieg Bomben. Ja, voll gefaked, ne? Naja, gut. So, dann können wir jetzt immerhin 99 Bomben tragen. Das heißt, wir sind irgendwie ganz gut bedient jetzt. Also an Bomben soll es uns jetzt nicht mehr mangeln. Wir haben jetzt übrigens auch die maximale Anzahl an Bomben erreicht. Das heißt, etwas haben wir schon für unseren 100% Run getan, ne? So, und jetzt noch zu Farore. Und zwar, bei Farore gibt es kein Hindernis.
Bei Nairu ist am schwersten ranzukommen, also in Anführungszeichen am schwersten, weil da Monster lauern. Dinsdaemon, ja, weil es der erste Tempel ist, denke ich mal. Haben sie den Sturm hingemacht, der ist auch nicht so schwer zu überwinden. Bei Farore ist so ein normaler Tempel halt, ne? Also normal schwer, also das heißt in Zelda-Sprache normal. Und für Videospieler, für Gamer halt ist es natürlich auch sau einfach, hat man ja gesehen. Und naja, deswegen bauen sie halt sowas ein. Halt je nach Schwierigkeit des Erlangens des Dämons haben sie die Insel gestaltet. Ja, gut, okay. Wirbelstürme, die uns umdrehen und in die andere Richtung fahren lassen. Also, okay, wer jetzt hier verkackt, der ist, naja, dem, ja, ihr wisst schon. Der hat einen Schlag in die Fresse verdient. Ganz einfach. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wetten, wetten, der erwischt mich, der Linke, wetten, der erwischt mich, wetten, ich bin so blöd. Nee, doch nicht. Aha, also doch, wer ist hier verkackt, der, ja. Ah, Mensch, und wieder die Leute hier, aber, nee, warte, dann quatsche ich lieber gleich mit denen, weil. Ja. Jo, Junge! Bist du auch fleißig auf Schatzsuche? Willst du einen Schatz finden, solltest du erstmal deine Seekarte aufrufen und durch Drücken von Y Garten ins Gartenmenü umschalten. Stimme dann den vergrößerten Inselkarte links auf die Schatzkarte rechts ab und du siehst, wo sich der Schatz genau befindet oder liegt. Soweit, so gut. Natürlich willst du den Schatz auch heben, dafür folgst du der Karte, bis du dir sicher bist, genau über dem Schatz zu sein. Dann lässt du vom Boot aus deinen Greifhaken in die Tiefe. Wohlan, viel Glück. Es gibt allerdings nicht wenige, die finden einen Schatz nicht auf Anhieb und geben dann gleich auf. Ich hoffe aber, du zählst nicht zu diesen ungeduldigen Sorten. Zu dieser ungeduldigen Sorte. Wohlan, also dann. Okay, von euch kriege ich nichts, wahr? Ah, Säcke. Ja, komm, ihr sagt mir hier, ihr versucht und versucht, ne? Aber irgendwie tut er ja auch nichts heben. Auch ein bisschen gay seid ihr. So, okay. So, dann legen wir den letzten Diamant mal in die Hände des Götzen. Umherirrender, den du einen Wegweiser zu den Göttinnen suchst, bringe den Diamant zu mir. Du hast den Pharos-Diamant in die Hände des Steingötzen gelegt. Sehr schön. Und jetzt kommt eine Cutscene. Oh mein Gott, mein Controller vibriert. Nein! Hilfe! Oh oh. Ah, Link, ist doch ja nicht passiert, Mensch. Geh doch wieder hin. Na, geh wieder hin. Na los, na komm schon. Ach, komm schon. Ja, das, ja. War jetzt ein bisschen, der Ton ein bisschen ver. Okay. Der Ton ist jetzt ein bisschen verschoben. Also, das ist bei mir auch so. Das liegt nicht an der Aufnahme. Ich hoffe, das ist gleich weg. Ja, ja, okay, das Triforce. Also bei mir ist auch verschoben, ja. Nochmal als. Kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Oh mein Gott, wieso ist es so scheiße verschoben? Sorry, Leute, tut mir echt leid. Gott, wie klein Link ist im Gegensatz. Okay, das war komisch. That was crazy. Darts. Naja, habe ich den auch mal eingebaut. So. Ja, der mächtige Turm. Von Pisa. Schiefe Turm von Pisa. Irgendwie so. Egal. Pisa-Studie. Was soll's? Clean Recode Cache. Dieser Turm, der durch die Kraft der von den Hütern bewacht,
bewahrten Diamant aus der Versenkung aufgetaucht ist, ist ein Ort, um den Mut der Menschen auf die Probe zu stellen. Erbaut wurde er von den Göttern der Vorzeit. Nur wer ihnen hinter hier auferlegten Prüfungen zu bestehen weiß, wird den Göttern als Held anerkannt werden und nur dem wird die Ehre zuteil, von der Kraft, das aller Böse ausmerzen zu können, beseelt zu werden. Leid, die Kraft derer, der du dich würdig erwiesen und habhaft machen musst, ist nur noch einen Schritt weit entfernt. Glaube an deinen Mut, der dich schon so viele Abenteuer hat überstehen lassen und sei auch bei den Prüfungen der Götter erfolgreich. So, ja, dann würde ich sagen, tun wir hier mal erstmal, fahren wir mal hier rein. Mit Hyperspeed und so. Oh Gott, wie langsam. Aber ich will jetzt für dieses kurze Stück hier nicht nochmal den Song des Windes hier irgendwie spielen. So, dann tun wir hier so ein bisschen Speed sammeln und so. Dann fahren wir mal hier rein. La, 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 la. Ja komm, fahr einfach rein. So. Sehr gut. Turm der Götter. Ja, Leute, und haha, ich würde sagen, mir hat Spaß gemacht. Ich sag bis zum nächsten Mal, wenn wir dann den Turm der Götter bewältigen. Und ich speichere hier. Speichern. Und ja, möchte ich. Speichervorgang abgeschlossen. Gut, ja, Leute, ich würde sagen, mir hat Spaß gemacht. Ich sag bis zum nächsten Mal und tschüssi. Ciao.